Ich habe hier ein etwa 50-jähriges Buch. Und da dieses Buch wurde nur 400 Mal produziert und ich möchte jetzt dieses Buch einscannen. Ich habe das probiert mit einem Flachpad-Scanner. Das Resultat ist aber unbefriedigend. Ich habe mir jetzt überlegt, wie kann ich das Buch einscannen, ohne dass ich es beschädige, aber auch, dass die Seiten sehr gut in ein PDF-Booklet erscheinen können. Wie wir das machen, zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe noch keine Pläne. Ich mache das jetzt einfach mal aus dem Stegreif heraus, wie ich das am besten machen würde. Jetzt kommen wir zum Bau unseres Buchscanners. Wie gesagt, ich habe mir da keine konkreten Pläne gemacht, aber ich habe mir natürlich überlegt, wie wir das am besten machen können. Und dabei habe ich festgestellt, dass ein Buch am besten zu fotografieren ist, wenn es ungefähr in einem 90-Grad-Winkel geöffnet ist und bleibt. Dazu bauen wir nun einen Buchständer. Und für den Bau des Buchständers benötige ich meine vertikale Plattensäge, aber auch meine Bandsäge, womit ich die Werkstücke zuschneide. Die Spanplatten, die stammen aus einem alten Kasten, den ich nicht mehr gebraucht habe, und diese Bretter verwende ich jetzt für den Buchständer unseres Buchscanners. Nachdem wir dann die Platten zugeschnitten haben, kommen wir zur Montage des Buchhalters. Hier können wir die beiden Füße erkennen und auf diese beiden Füße legen wir nun zwei Platten, die ungefähr in einem 90 Grad Winkel gegenüber liegen. Auf diese beiden Platten wird dann später das Buch gelegt und deswegen muss man auch schauen, damit die beiden Flügel etwa gleich lang sind, damit das Buch einen möglichst guten Halt findet. Jetzt kommen wir bereits zur Verschraubung der Einzelteile. Dazu benötige ich alte IKEA-Schrauben. Diese IKEA-Schrauben, die haben den riesigen Vorteil, dass sie sehr gut greifen in Spanplatten und dabei die Spanplatte nicht zersprengen. Bei anderen Schrauben besteht einfach die Gefahr, dass sich dann die Spanplatte spaltet und dann ist natürlich die Stabilität nicht mehr gegeben. Hier noch der Versenker, hier werden die Schrauben mit einem Versenker vorversenkt, damit die später dann richtig ins Holz eingelassen werden können. Hier können wir jetzt auch sehen, wie wir die beiden Platten verschrauben. Wir müssen dazu vorbohren. Und wie gesagt, IKEA-Schrauben eignen sich außerordentlich gut für solche Arbeiten. Es versteht sich von selbst, dass die Löcher so gerade wie möglich natürlich gemacht werden sollten. Vor allem sollten sie seitlich keine Abweichungen haben, damit das Loch auch genau in der Mitte der Platte dann ist. Auch hier bohren wir nach mit der richtigen Tiefe. Lieber zu tief als zu wenig tief, damit die Schraube auch richtig gut versenkt werden kann. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Verschraubung der Teile. Und wie man das sieht, habe ich das mit IKEA-Schrauben gemacht. Diese Schrauben haben einfach die Fähigkeit, sich sehr gut in die Spanplatten zu verbeißen. Man sieht das auch, wenn man nachher die Schraube anzieht. Es besteht genügend
Kraft, um die Schraube versenken zu können. Insgesamt habe ich das hier mit 8 Schrauben fixiert. Das reicht völlig aus. Das hält genügend aus. Ich habe dann im Nachhinein noch festgestellt, dass unten die Füße ein bisschen zu breit sind. Darum habe ich jetzt diese noch ein bisschen verschmälern müssen. Dieses Mal halt mit der Stichsäge, weil das Ganze schon verschraubt gewesen ist. Man hätte das natürlich im Vornherein auch gerade mit der Bandsäge machen können. Das wäre noch ein bisschen eleganter gewesen. Und jetzt zum Schluss wird das Ganze noch gereinigt. Hier mit dem mit Pressluft, damit der Staub weg ist, wenn ich da die Bücher dann fotografiere. Und hier ist eigentlich die ganze Sache im Endstadium. Wie gesagt, ist ein ganz einfacher Buchhalter mit einer Beleuchtung obendrauf. Und jetzt kann ich Seite um Seite drehen und die Bilder aufnehmen. Die Resultate sieht man jeweils dazwischen. Es geht sehr schnell. Die Qualität ist sehr ansprechend. Es gibt nicht diese berühmten Schattenränder, die man dann hat bei einem normalen Scanner.